Herzlich willkommen zurück, Gamer Freunde Ladies. Wir spielen heute ein neues Spiel und zwar hatten wir vor einiger Zeit mal die Demo gespielt. Jetzt gibt es die Vollversion. Ich freue mich sehr drauf mit Vern The Shape of Fantasy. Und ja, in die Pixel-Rätsel gehen. Man kann es schon gut erahnen, wo wir natürlich auch versunkene Gebiete entdecken, was man auch hier schon gut sehen kann. Ich bin sehr gespannt. Ja, tauchen wir mal ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Spaß mit dem neuen Let's Stream Projekt mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge, das natürlich auch gern dann als Projekt übertragen wird auf die Tube. Da gern erneut anschauen, weiter anschauen und dasselbe nochmal machen. Dankeschön. Viel Spaß. Los geht's mit Wearing the Shape of Fantasy. So, was haben wir denn hier? Das Spiel speichert automatisch. Das Spiel speichert automatisch, wenn Sie in den einzelnen Questschnitten vorankommen. Das Spiel wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Während die Daten gespeichert werden, werden wir das Spiel nicht, werden dieses Gerät nicht aus, während es wohl angezeigt wird. Okay. Some Entertainment presents Dream by Game Tobia. Ich bin immer gespannt, was das für ein neues Assassin's Creed ist. Los. South Atlantic Ocean, other 1888. The end of the nation is very close, Vern. But you are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Vern. We are going to change history. Take it to Mr. Vern's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. We are Atlantis. Große Figur im Hintergrund. Umgestürzt. Ärgers, grüße dich. Oh Gott, fluchend. Ah. Jetzt kann sich im Wasser ein bisschen abkühlen. Machst du bequem. 25. März 1888, Südatlantische Ozean. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the Captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... Oh, was war das?
Okay. Vern hier. Vern, quick! The nation is attacking us. Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde, merde, merde! I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Was? Was ist das? Ah. Ja, es fängt auf jeden Fall ganz anders an als in der Demo. Das finde ich schon mal sehr interessant, dass wir jetzt einen Kompass gefunden haben für die Energiequelle. Jetzt wurden wir angegriffen. Dann haben die mitbekommen, dass wir das gefunden haben. Pause, Biografien, Wernlogbuch, Sammelobjekte, okay. Oha, okay. Aha. iMac. Atlantidischer Realitätsmodifizierungsapparat. Ja, sagt das 10-mal hintereinander. Was ist aktuell ein extrem schlechtes Stichwort? Ah, schade. Das iMac ist ein mächtiger atlantischer Apparat, der Risse im Fluss der Realität erkennen kann und seinem Benutzer verschiedene Alternativen anbietet. Was sich im gleichen vergangenen Moment sonst abgespielt haben könnte. Stimmt, wir haben ja sowas mit so einer Zeitsache. Mal schauen, wie das ist. Der erste und einzige Prototyp war wenige Monate vor dem Vorfall erbaut worden. Der den Untergang der atlantidischen, warum nicht atlantischen, Zivilisation herbeiführte, mit der Absicht erschaffen, Bauarbeiten und technologische Entwicklungen zu beschleunigen, musste jedoch festgestellt werden, dass das IMAG eine Limitierung aufwies. Nur sehr wenige würden es mit der enormen Menge an Vorstellungskraft versorgen können, die für eine optimale Leistung erforderlich ist. Nur die klügsten und kreativsten Köpfe würden es also nutzen können. Die Göttin Plasaya griff in den Entwicklungsprozess ein, inspirierte die atlantidischen Ingenieure und brachte Ideen für Anwendungen ein. Doch weder sie noch andere Urwesen konnten den Apparat nutzen, da die Emotionen, die sie verströmten, die Flamme des Hephaistos beeinträchtigten, ja sogar dich stabilisierten. Oha. Welche Pläne die Atlantiden auch immer bezüglich der Herstellung verfolgten, sie wurden durch die Hekatombe, die ihr Land vernichtete, abrupt unterbrochen, sodass IMAG ein Unikat blieb. Danach verschwand es einfach. Es sollte hunderte von Theorien darüber entstehen, wo es sich befinden könnte, wobei die Vermutung am plausibelsten erscheint, dass es von überlebenden atlantidischen Familien an einem Ort im heutigen Griechenland versteckt wurde. Zu einem Gegenstand der Verehrung wurde und zur Entstehung des kurzlebigen, aber intensiven prähellenischen Kults um Plasaya beitrug. Ja, eine sehr dichte Story, finde ich richtig gut. Neue Story-Mission, Rettung der Nautilus. Gehe zur Waffenkammer und beschütze das IMAG oder iMac. Ne, iMac klingt blöd. IMAG, sag ich. Oha. We are the Nautilus. Okay. Ich weiß bis gar nicht, wo ich hinrenne. I must hurry to the Arpe. Und wo ist das Ding? I must hurry to the Arpe. Was hat er gesagt? Was? Warte mal. I must hurry to the Arpe. Messbank, Lab, Map, Map, your Map. Nautilus, warte mal. Brücke, Kartenraum, Ausgang, CO2, Waffenkammer, Bibliothek. Du bist hier. Ah, okay.
Nemos Orgelausgang. Labor, Werke. Biene, Koyen, Kern. Wartung, Doktor. Sicherheitsraum. Werkstatt, Waffenkammer. Aha. Taucherraum, Fahrstuhl. Zugang, okay. Sicherheitsroutine. War schon ziemlich groß, was? Also Waschmaschine pumpt nicht mehr ab. Das muss schnell gemacht werden. Der Trockner läuft schon seit über 3 Stunden. Und ich musste den Behälter schon 2-mal ausleeren. Ah, oh, okay. Na, kommt da jemand? Schnell. Oh ja, und die Wäsche ist trotzdem noch klatschnass. Oh, nee. Läuft zu lang und wird nicht trocken. Das ist nicht gut. Okay. Na, hoffen wir, dass es schnell behoben wird. Manuell und nicht schnell. Achso, manuell gemacht werden. Manuell und schnell. Okay. Also, warte mal, ich bin hier. Runter, okay. Ich kann ja nicht rüberlaufen, oder? Kann ich hier rüberlaufen? No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Geh aus der Nautilus raus. Warte mal. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit. Okay, Bern, das ist unseres. Achso, jetzt ist schon Schluss. Alles klar. Was ist das hier? Ah, okay. Und eine Leiter. Achso. Zum Auf- und Absteigen von Treppen B und S. Okay. Und hier? Going down. It's not the answer. It's a cul-de-sac. Okay, sieht da ganz gut aus. Okay. Der Ausmeister hat sich das auch schon angesehen, da das manuell alleine nicht mehr ausreicht. Ah. Er will sich auch nochmal belesen und morgen nochmal im Büro besprechen, was es jetzt für Optionen gibt. Ah, okay, alles klar. Unten links erscheint das Sichtbarkeitssymbol und zeigt an, ob du für die Feinde sichtbar bist oder nicht. Ah, okay, hier bin ich im Schatten. Ach, shit, gerade jetzt. Ah. Schatten. Ja. Gut.
Nein! Oh. Verdammt! Man! Ja. Hey, waren wir so weit oben? Könnten die uns treiben? Bei mir gab es heute Bratwurst mit Kartoffelpüree, Mais und Sauersahne. Oh, das klingt echt lecker. Maybe the main door is not a good idea. Maybe the main door is not a good idea. Okay, müssen wir noch weitergehen. Okay, kann nicht gesehen werden. Geh zur Waffenkammer und beschütze das Imag. Oh Gott, sind die unten tot? Das war es auch, nur hat Easy gerade geschrieben, als ich die Bratwürste in Pfanne getan habe und der Rauch mehr dann losging. Was, zu der Zeit hatte sie geschrieben? Das ist natürlich auch witzig. Was für ein Ereignis. Ging der Rauchmelder los? In der Pfanne. Okay, was haben wir hier jetzt? Okay, du bist jetzt hier. Okay, ich muss erstmal runter. Ah, ich kann das auch so. Ah, ich kann auch so steuern. These elevators don't work either. Jupp. Das ist cool, dass es alles eingesprochen ist. It's jammed. Ach so. Okay. Oh mon dieu, Adam and Sean, this is a massacre. But wait, these bullet wounds on Sean, there are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Was, der wurde dann nochmal erschossen, weil er tot war? Seltsam. Das ist schon seltsam. Die sind an Bord.
Vielleicht war es auch ein Zeichen, dass der Kleine endlich da ist. Könnte sein. Wenn das wäre, dann hast du was Witziges zu erzählen. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Geht zur Brücke, okay. Was zur Brücke soll ich da hoch wieder? Holy shit. Boah, das habe ich nicht gewusst. Was erzählt er da? Okay, also hier ist er tot. Stimmt, jetzt sehe ich auch, dass da irgendwas wackelt. Das ist mit dem Rauchmelder. Ja, genau. Das habe ich doch eh schon. Mein Vater stand an der Kasse. Er hat gerade bezahlt, als ich geboren wurde. Hat schon das Geld bezahlt. Hat er dir gleich was mitgebracht? Ein paar Snacks. Nein! Oh. Ja, aber das sind das nicht unsere Leute? Okay, die Speicherpunkte sind echt gut. Was war denn hier noch? Achso, das ist noch das. It's Ben. Is somebody there? No foes here. Okay. Oh, hello. Adrienne, where is everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The server radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Mad. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you deactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my god! What will we do? You are the only one who can do something. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the iMag and do whatever you can to save the Nautilus. But the iMag? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Ah, jetzt hat's gespeichert. Geht zur Waffenkammer, Münzen des IMAG. Wenn ein paar Möhren dabei gewesen wären, dann ja.
Also muss ich hier durch? Dann muss ich jetzt einen riesigen Umweg machen. I won't go up again. No way. Alles klar, weiß Bescheid. Ah, genau. Oh, nur noch 5 Minuten. Mon Dieu! Der nächste Teil wird wahrscheinlich bei der Insel sein. Workshop. It's jammed. Alles ist jammed. Ich bin jetzt hier. Okay. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. Waffen. Da ist es. Keine Risse im Fluss der Realität erkannt. What am I supposed to do? Think. You figure something out. You're an imaginative guy. Merde. Puh. Das IMAG ist ein atlantidisches Artefakt, das Risse in der Realität entdecken und in bestimmten Momenten kleine Umschreibungen vornehmen kann, weil sich die Dinge ungünstig für dich entwickeln. Okay. Ich möchte bitte eine logische Auswahl. Erkunde die Welt, um mehr Optionen zu erhalten. Wähle eine aus, aber sei vorsichtig. Nicht alle führen zu einem glücklichen Ende. Athen Space, ne? Das war nicht so schlecht. Was? Wird es halten? The ceiling kept withstanding. Was? Gut gemacht. Jetzt musst du warten, bis es einmal wieder aufgeladen ist. Triffst du eine falsche Wahl, könnte das E-Mail für eine kurze Zeit zurückgehen, aber nimm dich in Acht, das passiert nicht oft. Viel Vergnügen beim Umschreiben. Geh zum Kern und rette Nemo. That paper. I could try it with the iMac. Komm zurück. Aha.
Ja, können wir derzeit keine Nebenmission. Ach, Nebenmission gibt's auch. Ach, C ist das gewesen. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. Ah, okay. Oh, Sammelobjekte. Nice. Cool. Oh, Freitag geht's in den Urlaub. Ey, super. Die Nation, das alte preußische Königreich. Nach Jahren des Kriegs hatte das alte preußische Königreich von seinen besiegten Nachbarn enorme Reichtümer angehäuft und die klügsten Wissenschaftler versammelt, deren Arbeiten ihm erlaubten, atemberaubende technologischen Fortschritt zu erzielen. Dank dieser Überlegenheit nahm es in wenigen Jahren weite Teile von Europa ein und verkündete 1815 die Geburtsstunde der Nation. Sollte die einzige sein, denn es kann schließlich nur eine wahre Nation und Identität geben, in der Lage ist, die zivilisierte Menschheit vor dem Barbarentum zu schützen. Achtzehnhundertfünfunddreißig begann die Nation mit ihrer globalen Expansion, was den 30-jährigen großen asiatischen Krieg einläuten sollte. 1860 nach der Kapitulation der Sino-Japanischen Allianz und der Niederlage Großrusslands wandte sich die Nation dem goldenen Imperium von Afrika zu. Der Krieg breitete sich über die Grenzen des Kontinents hinweg aus und die Welt von Himera sollte über Jahre unter den im Namen der Nation begangenen Grausamkeiten leiden. 1880, nach mehreren Jahren des tyrannischen Friedens und dank der von Captain Nemo entwickelten Technologie schlossen sich Tausende von Bürgern schließlich zu einer weltweiten Widerstandsgruppe zusammen, um einen globalen Guerillakrieg gegen die Nation zu führen. Zur Überraschung ihrer militärischen Anführer wurde auf ganz Himera das Feuer der Revolution entfacht. Heute wird die Nation von den Männern der Kurie regiert, einer Gruppe von 23 ausgesuchten Mitgliedern der politischen, militärischen und wissenschaftlichen Elite. Jedes Jahr findet ein patriotisches Spektakel statt, an deren Ende ein neues Mitglied der Kurie die Macht übernimmt. Doch ist dies nichts weiter als eine Formalität, da die Nation von mehr als einer Person regiert wird. So besteht auch eines ihrer Fundamente in den heftigen Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die darum ringen, so viele Sitze in der Kurie wie nur möglich zu besetzen. In die Kurie kommt man nur, indem man eines ihrer Mitglieder ersetzt, weshalb Unfälle, Krankheiten und Selbstmorde in ihrer Geschichte gang und gäbe sind. Selbstverständlich werden einfache Leute nicht wirklich in die Kurie repräsentiert. Man kann getrost davon ausgehen, dass sie nicht den kleinsten Einfluss auf die Handlung der Nation ausüben, selbst wenn die Propaganda das Gegenteil behauptet. Oha, oha. Easy. Hallo. Gratulation. Alles Gute für euch. Ich klatsch mal leise. Oh. Das ist auch ein cooler Satz. Sich leise mit Baby reinschleicht. Noch kein Tag alt und schon ein Teil der Gaming Lounge. Ja, das stimmt. Ja, das geht nahtlos in die nächste Generation über. Und darauf muss ich jetzt einen trinken.
auf die Gesundheit des Kindes, auf eine gute körperlich und geistig bildende Erziehung und Humor, getröpfelt mit Wahnsinn. Und Gesundheit. So soll es geschehen. Lach so in etwa, Ellie. Guten Durst, danke dir. So, ihr müsst mit. Wissen, ich habe vergessen, das Radler kalt zu stellen. Ah! Schnell ins Frostfach. Easy, was sagt denn dein Akku? Wie viel Akku hast du jetzt noch? Was sagt denn der kleine Mann? Also jetzt nicht mehr, ne? Aber morgen. Uns geht's gut, ja, sehr schön, das freut mich. War bestimmt anstrengend, was? Aber du hast ja da schon einen Durchgang durch. Was ist das hier für ein Knister? Ah, ich bin jetzt hier. Sicherheitsraumwerkstatt. Heute Morgen war anstrengend, aufregend, ja. Ja, klar. Bist du die nächste Zeit dann wieder viel gefordert, ne? Aber der Charakter wird dann ganz anderer sein. Ja. Hast du eigentlich geschrieben? Nee, wolltest du dich überraschen lassen? Mädel oder Junge? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollen es abwarten, oder? Zur Feier des Tages Vanilleeis und Mandelmarikul. Boah. Eggers, was hast du immer für Eis? Das ist ja unglaublich. Ummantelt mit Maracuja und. Oh. Das glaube ich dir ja. Ja, aber heute hat es mit der Wachnarkose geklappt. Ach so, okay. Sprich, mein Mann und ich waren live dabei, als sie ihn geholt haben. Live dabei. Oh ja. Aber kurz mal abgeben, das machen die noch, oder? Und dann kurz mal wegnehmen. Dann herrichten. Mit Anzug und Krawatte. Ah, Bub! Yay! Ein weiterer Krieger für eine bessere Welt. Gut gemacht. Du darfst dich nun ausruhen. Gib das Kind jetzt an den Mann ab. Für die Kriegsausbildung. Für den Schutz der Familie.
Ja, wie gesagt, die Zeitabstände waren ja ein bisschen groß zwischendrin, ne? Da war das jetzt nicht mehr ganz klar. Nochmal wegen Warten oder? Ja gut, sind ja immer ein paar Jahre dann dazwischen, vom Kleinen her. Das ist dann nicht so wild mit den Spielsachen. Ja. Na, hat er gesagt, wird ein zweiter Bub? Mensch, du, da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken, kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Die kaufe ich ganz normal im Discounter für die. Ach so, ja, meh. Das klingt sehr exquisit. Hast du gut beschrieben. Wo ist dann das große Treffen der Brüder? Ach so. Das ist natürlich auch cool. Treffen der Brüder, sehr cool. Ja, sehr schön. Nee, ich freue mich für dich, Easy, dass es gut geklappt hat. Komplikationslos. Da hätte ich ja noch die Daumen gedrückt. Ja. Und ja, ich hoffe, dass es dann nicht zu so sehr zieht, du dich gut dann natürlich erstmal erholen kannst, soweit. Ja. Aber du hast ja einen kleinen Helfer. Ja, also von daher wird es bestimmt nicht ganz so anstrengend. Du machst es schon. Hey, Shadow, ich grüße dich. Servus und genau, Hintergrund. Nur das ist hier gültig. Willkommen, ich grüße dich. Schön, dass du vorbeischaust mit einem neuen Projekt. Ja. Freue mich sehr drauf. Hatte schon mal die Demo gespielt. Jetzt gibt es die Vollversion. Zeit für ein fantastisches, mysteriöses Abenteuer. Genau, genießt den Hintergrund. Danke dir vielmals. Der Zwerg kommt morgen mit Papa zu Besuch. Ach so. Ach nee, du bist noch hier in der Ruhestation, nicht wahr? Ich habe jetzt gedacht, du bist schon zu, du bist zu Hause. Ja. Ah, das ist super. Okay, zu Besuch. Sehr schön. Was gibt dir dieses Bild ein? Ah, okay, das kann ich mir mal später angucken. Dankeschön. Fürs Weiterreichen. Ah, Shadow, jetzt hat's geklappt. Sehr gut, danke dir. Nee, bin noch im Krankenhaus. Wie lange jetzt noch? Also heute ist klar, ne? Und dann. Dann morgen noch? Was sind jetzt so die Pflichttage? Waren das dieselben Tage, selbe Tagesanzahl wie beim Kleinen? Also beim Großen muss ich drauf achten. War es beim Großen genauso? War nichts so tief. Ja, verschreiben ist ja nicht so wild. Ja, kann man ja nochmal neu schreiben. Jeder Buchstabe zählt. Oder wie hier im Spiel, jeder Pixel. Blockt. Ja, wir hatten echt lange kein Indie-Game mehr, wo hier richtig eingesprochen war alles. Nee, super easy, freue mich sehr. Ist hier noch was anderes? So die Karte. Na gut. Also nicht hochgehen jetzt? Wern, warum gehst du nicht hoch hoch? Der geht einfach nicht hoch.
Ich bin noch hier, ja, ich sehe das schon. Mit Wachnerkurs, okay. Und wie lief das also von der Zeit her? Von der Zeit her ab? Gegenüber beim ersten Mal? Soweit wie du es halt mitbekommen hast, in dem Sinne. Hey, ich komme gar nicht weiter jetzt. Aber warte mal, kann ich den benutzen? Ich verstehe immer gar nicht, ob ich. Kann ich den benutzen oder das? Morgen kommt ja der neue Trailer von dem neuen Assassin's Creed raus. Das heißt jetzt nicht mehr Red. Ja, das war nur der Produktionsname. Das heißt jetzt Shadow oder Shadows. Und hat irgendwas mit Japan zu tun. Und da bin ich immer sehr gespannt, wie das ist. Ich hatte ja gesagt, wenn Assassin's Creed mit Isu kommt oder Samurai, und es ist gut, und dann bin ich wieder mit dabei. Wenn nicht, nicht. Eher bis Freitag, weil ja Kaiserschnitt war. So, ja. Ah, ja, bis Freitag. Okay, ja. Alles klar. Okay. Willst raus zwei. Ah, okay, danke, ja. Wesentlich schneller. Oh, wow, okay. Das hört sich sehr schnell an. Wie kann ich das jetzt machen? Muss mal gucken. RT. Ordentliche Person, Bomben fest. Okay, das habe ich noch gar nicht verstanden, was das hier, was ist da los? Maddie is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Oha. Aber hier ist trotzdem jetzt Stopp. Also, dann muss ich erst warten, bis der wieder aufgeladen ist. Und dann kann ich den nochmal nehmen. The explosions didn't affect the room. Ah, jetzt, oh, das war, ah, alles klar. Jetzt bin ich weitergekommen. I still have some stuff to do. Ja, okay. Aha. Was haben wir hier? Map, Bridge Library, Nucleus, Dock, Diver. Ist alles kaputt. Ich hoffe, hier ist keine Wache jetzt, sonst sind wir wieder tot. I can only use the IMAG if I know the possible options. I must find another way inside. Ja, aber wir wissen es rausbekommen. Wir sind jetzt hier. Ach, also das, was du mal geschrieben hast, ging bei mir gerade der Rauchmelder beim Koch los. Ist ich praktisch wie ein Zeichen, dass du es bist und der Kleine dahinter ist. Ja, genau. Lol. Ja, das ist natürlich auch ein Zufall, was? So, sei mir nicht böse, werde aber wieder auf und versuche zu schlafen. Ja, alles klar, mach das. Erhol dich gut. Danke für die Info. Ja, wie gesagt. Gratulation, ich freue mich sehr, dass alles gesund und munter in diese traumhafte Welt eingekehrt ist. Ja, dann erhol dich gut und morgen schönen Besuch. Schöne Grüße ausrichten von uns, ja. Und dann melde ich, wenn du wieder zu Hause bist. Angekommen, ja? Danke dir, Easy. Dann schlaf gut. Mach's gut. Ciao. Genau. Schlaf ist wichtig. So, jetzt könnte ich mal probieren, ob der geht. Ja. Before dying, he left the emergency hatch open. Also das ist schon sehr cool gemacht mit diesem IMAG. Oha, jetzt sind wir hier unten. Okay. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die Atlanta haben. Oh, ist das Nemo? Ja. Vorsicht an den Seiten. Kann ich überhaupt rennen? Naja, kann man schlecht rennen.
Ja, Moment, hier ist doch das Ding, oder? Oh, das ist hier. Moment, bin ich jetzt an einem Schalter vorbeigerannt? Kann ich den nehmen hier? Den Keine Risse im Fluss der Realität erkannt. Ah, okay. Also egal, wann ich den verwende, ich sehe dann auf jeden Fall den Unterschied, ob ich was machen kann. Keine Risse. Puh. Okay, das ist interessant. Aber irgendwie muss ich doch rüberkommen. Ich muss ja durch die Tür. Na, keine Risse. Irgendwie. Ah, hier ist ein E. Jetzt habe ich es gesehen. Doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Ah, okay. Repariere die elektrische Tafel. Okay. Ah, jetzt geht's. Oh Gott, was ist denn das? Repariere die elektrische Tafel, indem du das geschmolzene Teil entfernst. Wähle ein Teilhebeauswahl auf. Nach der Auswahl kannst du ihn bewegen. Also hier bei den Pfeilen muss das raus. Ne, lass mal los. Beeil dich und Nemo zu retten. Ah, okay. Alles klar. Mal sehen, ob ich ihn überhaupt retten kann, weil der andere schießt ja. Wo ist er denn hier? Oh. Oh, da ist er. Oh, da sind die anderen. Was ist denn das für ein Ding? Raven. Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but... Wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Vern, what are you doing? What the... Oh, you must be Monsieur Vern and that... thing. You're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out. Don't move. Get back. 60 seconds to self-destruction. Oh, 60 seconds. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Van. No! Aha. Um die volle Leistung des E-Mark zu nutzen, schließt du die Sequenz ab, indem du vor Ablauf der Zeit auf das korrekte Symbol drückst. Falls Ihnen die Quicktime-Events Probleme bereiten, können Sie diese im Optionsmenü für Zugänglichkeit abschalten. Ah, okay. Na, wir probieren es erstmal. Okay. Oh Gott, ne. Das muss ich natürlich erstmal wissen. Nee. Nochmal. Wow. No.
Was war das für eine Macht? Vern! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. Wow. Hat die woanders hingeschickt? Again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later. A time that surely Nemo felt was like an eternity. Abgeschlossen. Rettung der Nautilus. Abgeschlossen. Yay. Die Belagerung der Nautilus. Kapitel 1 abgeschlossen. Okay. Kapitel 2. Eintauchen in Erinnerung. Mobilis in mobili. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the iMac. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the iMag open it? The iMag feeds itself with Mr. Vern's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the iMag will nullify the one in the lock. You mean, like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the iMag, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Vern. What the... What now? The iMag. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the Compass of Destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest. Unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMag is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the iMag gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Vern. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the iMag's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the iMag will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the iMag blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the iMag only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us.
Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? Finde den Verrät. In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain. But you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Ja, stimmt, das war der Hinweis, den wir entdeckt haben. Muss auf jeden Fall was sein. Gut. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic. Come on. Let's go to Deck 3 to see Doc. Nachspiel Teil 1. Neue Story-Mission, okay. Gut, er hat's gespeichert. Ja, ein bisschen können wir noch spielen. Suchen Sie den Doktor auf, okay. Habe ich vielleicht noch was bei mir im Zimmer? Dann machen wir uns mal auf den Weg. Der Doktor, wo ist denn der jetzt genau? Du bist hier. Ach, da unten wieder. Ja, warte mal, ich gehe. Mal sehen, ob ich durch die Orgel komme. Er müsste mich jetzt eigentlich durchlassen. Was speichert, okay. Alles klar. Sieht echt gut aus. Na, hier oben ist jemand. It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Sprich mit Nadine auf der Brücke. Ist das Nadine hier? Mr. Verne, don't come in closer. Nee, Suni. These cargo exhausts are quite damaged. And he could breathe polluted air. I will, but what about you, Suni? Don't worry. I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. Well, they must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. Gut, wieder gespeichert. Haben wir mit ihr gesprochen? Auch gut. Was haben wir hier? I'm still amazed that we can breathe under the sea, thanks to these machines. Unter Wasser, ja. Ist doch alles mit Blut durch den Kampf. Kann ich das jetzt eigentlich benutzen? Ah! Oh. Also wir müssen wirklich erst wieder in dem Sinne gesund werden, bis wir den E-Mark wieder verwenden können. Mal schnell auf die Karte schauen. Doktor, Oder drunter in die Koyen.
Ich muss erstmal den Weg gehen, um sicher zu sein. Hier kann ich ja gar nicht hochgehen. Okay. Ah, was ist hier? Jules, good to see you. Nadine. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Oh, wir können sogar hier uns unterhalten dazu noch. Ja, der Angriff. Nee, der Hinterhalt. The attack has been more of an ambush. Don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mutt in my fucking life. We traveled fast through Emira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the war front. And then the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. Ah ja. The hell? Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting, and I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, yes, I know. Frau Stühler? I came for a more mundane issue. Can you activate the elevators for a moment? I must reach the sick bay. Of course, I hope you're fine. I will give you a few seconds of energy. We are so low at fuel that even SEALs pass us. God, what I'd give for being shopping in New York. Okay, benutze den Fahrstuhl, um zum Doktor zu gelangen. Oh, wir sind das hier unten. Aber es ist ganz cool, dass wir dann auch weiter über die Themen sprechen können, die passiert sind hier in der Story. Nicht alle, aber bis zu dem Punkt, wo wir dann weiterkommen. So, ich muss noch schnell was nachholen, das ich vorhin vergessen habe zu schicken, aber eigentlich machen wollte. Ja, okay, mach das noch. Okay, na dann. Was haben wir hier noch? Hier können wir was aufheben. Oh, die Walküre. Ah, okay. Ah, guck mal an. Die Valkyrie, ein Schiff des Schreckens. Valkyria, der alte Zerstörer der Juggernaut-Klasse, erfreute sich dank einer verzweifelten Rettungsoperation während der Invasion von Britannien 1847, die Tausenden von schiffbrüchigen Soldaten das Leben rettete, große Beliebtheit in der Nation. Das habe ich schon eben nachgeholt. Das war es klar. Gut. Trotz seiner Popularität wurden die während der letzten Schlacht erlittenen Schäden am Schiff, das vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts der Nation mittlerweile als veraltet galt, nicht repariert und ist 2 Jahrzehnte lang der Nordsee überlassen. Bis Bloody Raven es zurückholte. Sein Plan war, es zum Herzstück eines selbstmörderischen Überfalls auf den Suezkanal zu machen, durch den er dem Goldenen Imperium die Kontrolle über diesen entreißen wollte. Der Anblick des rostenden Rumpfs der Valkyria an der Spitze der Flotte der Nation erschütterte die Moral der in Port Said stationierten angloafrikanischen Flotte. Aber als ihre goldene Maske den Rumpf der HMS Vengeance in 2 Teile riss, wurde diese Moral endgültig in Kleinteile zerlegt. Es kam zwischen den beiden Flotten zu einem Scharmützel, während dem der rostende Zerstörer durch die Stadt fegte, den Kanal durchdrang,
dabei alles vernichtete, was sich ihm in den Weg stellte, unzähligen Angriffen standhielt und schließlich mehr als 1500 Echo-Guard-Soldaten vor das Tor des Kanalkontrollzentrums beförderte. Die Flotte der Alliierten wurde bald besiegt und innerhalb weniger Stunden befand sich der strategisch wichtige Suezkanal in der Hand der Nation. Die Strategie war von durchschlagendem Erfolg. Als Raven danach sah, dass die alte Valkyria trotz der Heftigkeit des Angriffs weitgehend intakt war, beschloss er, sie zu einem Flaggschiff zu machen. Er ließ größere Schäden beheben, aber die rostige Erscheinung, die sich als eine furchtbare psychologische Waffe bezahlt gemacht hatte, sollte beibehalten werden. Dank weiterer Siege sollten Raven und das Schiff schon bald zu den bekanntesten Symbolen der Kriegsanstrengungen der Nation gehören. Bis zum Überdruss durch die Propaganda ausgeschlachtet mit Sendungen wie die allmorgendliche Radioserie, Raven rächt sich am niederträchtigen Captain Nemo. Beeindruckendes Schiff. Nadine is always reading these penny dreadfuls. Awfully boring literature, so to speak. Ja. Kann sie wenigstens kurz mal abtauchen. Haha. Moment, muss ich jetzt erstmal zu der hier? Geh erstmal runter. Es wird eine Überraschung, wenn Easy das nächste Mal auf ihr Handy sieht. Ah, okay, alles klar. Wird es bestimmt dann morgen zum Besuch machen. Oh, wer ist das? Hello, Assistant Sarah. Are the navigation systems holding up? Barely. I am patching up all I can to allow Nadine to pilot. I'm sorry, Monsieur Verne. I cannot help you now. These systems require my full attention. Ja. Aber gut, hat's direkt gespeichert. Okay. So, sie wollte das irgendwie öffnen. Hier? Ja, für hier. So, okay, was haben wir? Brücke. Das erste Mal können wir jetzt den Fahrstuhl benutzen. Brücke, Bibliothek, Kabinen, Werkstatt, Waffenkammer, Vorrat, Schatz, Doktor, Kern, Taucher, Doktor. Oh, das ging aber schnell. Das war blitzschnell. Okay. Doc. Vern, you are here. The Nemiogram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient. Oha. And it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically? Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns.
A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax, while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. Ja, wer ist denn das überhaupt? Genau. Someone around here has told me a story about you facing the Bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo Guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Shun's wonder. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission. And right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here. Ja, wir haben ja kurz gesehen, ganz rechts auf dem Bild war noch irgendeine unheimliche Gestalt. At the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago. The day of the wreck of the AES Annabelle Lee. Teil 1 abgeschlossen, okay, nachspielen. Speichert. Das Nemogramm, Kapitel 2 abgeschlossen, okay. Ah, guck an, jetzt kommen wir auf die Insel. Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality, by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Kapitel 3, eine außergewöhnliche Reise. 3. Oktober 1887, Indischer Ozean. Where am I? Neue Story-Mission. Zuflucht. Okay, das wird mit Sicherheit der Demo-Abschnitt sein, den wir mal gespielt haben vor langer Zeit. Finde eine Zuflucht. Also ist das jetzt nochmal das Erlebte oder sind wir jetzt gerade zur richtigen Zeit in der Geschichte dort vor Ort? It's destroyed. Fixing it will be difficult. Okay, er hat schon mal gespeichert. Oh God, the attack, the monster, that sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Annabelle hier. Hmm. There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. Was haben wir hier?
A petroglyph. It's ancient. It must mean something. Schmetterling. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. Brief. Was haben wir hier? Ah, das erste. Ist es das erste Sammelobjekt? Oh ja, das ist das erste. Okay. Brief 1. Monster. 19. September. Tag und Nacht kann ich an nichts anderes denken, als daran, wie ich ein paar von diesen Monstern, die sich an solcher grausamer Unterhaltung erfreuen, aus dem Verkehr ziehen und das Opfer, das sie hier töten würden, retten könnte. Und was kann ein einziger Mann gegen sie ausrichten, wenn er 20 oder 30 von ihnen mit Spießen oder Pfeil und Bogen gegenübersteht, mit denen sie genauso gut zielen können wie ich mit einer Pistole? Ja. Neue Nebenmission, Schiffbrüchiger. Okay, erste Nebenmission. Schiff, finde die beiden anderen Buchstaben. Okay, können wir jetzt schieben. So, ich dachte, du... Nicht? Ah, okay. Jetzt geht's. Oh, schön. Annabelle. Okay, so weit sind wir gekommen. Gut, gut. Dann zoomen wir mal wieder rein. Bewegen uns noch ein Stück. I need something to clear up this thicket. Ah, hier ist bestimmt noch mal so ein Stein, ne? Rucksack, aber da haben wir jetzt gar nichts. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. Okay, speichert, gut. Können wir auch hier nochmal gucken? Puh, okay. Also hier unten haben wir so einen Stein. Hier können wir irgendwie fahren. Seilzug. Und hier, das sieht aus wie ein Gesicht, nur ist es bedeckt mit Grünzeug. Wer weiß, was das ist. Zack. Aha. Da ist nichts mehr. Warte mal, was ist das? In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. Okay. Another petroglyph. The symbols are different. Ja, wie so eine Schlange oder Schnecke? A lift. A former inhabitant made it. I hope that if he is still around, he will be friendly. However, it's been a long time since this was built. It might work. If only I could find a tackle. Also ich muss schon sagen, so von der Atmosphäre. Es ist sehr, sehr angenehm. Gerade, dass das auch eingesprochen ist. Guten verschiedenen Stimmen. Das, da kann man sich schon ein bisschen zurücklehnen und genießen. Finde ich gut. Webel. Einen Steck. Die beste Methode, das Seil zu verknoten, ist ein Seemannsknoten namens Weber einsteckt. Bewegen, um die Richtung des Seils zu wählen, bewege das Seil. Oh, okay. Na toll.
Geh aber erstmal hier hinter. So, hier. I need to break the lock. Seil durchtrennen. Okay, wir brauchen irgendwie ein Messer oder so. Neuer Gegenstand, Handkurbel. Jetzt hast du die Handkurbel in deinem Inventar, womit du den Aufzug in Gang setzen kannst. Geh zum Kurbel und setze ihn ein. Okay. Aha. That's not useful now. Das stimmt, noch nicht, aber bestimmt bald. Da oben ist eine Leiter, okay. Dann Wasserfall, Geheimgang. Oh, hier ist noch was. Was? RCH5 vor oder? There's a series of marks. It could be a calendar. Hunger, was willst du denn essen? We take each of the small ones for a week and the big ones for months. Mon Dieu. It's a whole life. Ganzes Leben ist einer hier gewesen. Oh, warte mal, hier unten liegt noch was. Nicht so schnell. Brief 2. Okay. Ist das der, der direkt danach kommt? Ne? Tatsache. Brief 2. Beben der Erde. 27. November. Ich war so verblüfft von dieser Sache, da ich noch nie so etwas gefühlt oder mich mit jemandem ausgetauscht hatte, der dies selbst erlebt hat. Dass ich wie tot oder betäubt war. Und die Bewegung der Erde bereitete mir Magenschmerzen. Ich, als wäre ich ins Meer geworfen worden. Aber das Geräusch des fallenden Felsens weckte mich auf und riss mich aus diesem Zustand der Betäubung. Erfüllte mich mit Schrecken. Und ich dachte dann nur daran, dass der Hügel auf mein Zelt und all mein Hausrat fallen und alles auf einmal unter sich begraben würde. Dieser Gedanke durchfuhr meine Seele ein zweites Mal. Nachdem der dritte Schock vorüber war und ich für einige Zeit nichts mehr fühlte, fing ich an, meinen Mut zusammenzunehmen. Und doch reichte dieser nicht, um ins Freie zu gehen. Die Angst, lebendig begraben zu werden, war zu groß, so dass ich nur im Boden sitzen konnte, gänzlich niedergeschlagen und untröstlich, nicht wissend, was zu tun ist. Ja, da ist dann am Ende nichts mehr mit Paradies. Öffne das Inventar, um die Handkurbel zu benutzen. Du musst dich an der Stelle aufhalten, an dem der Gegenstand benötigt wird, um ihn verwenden zu können. Wähle die Handkurbel und drücke Aktion. Großartig! Denke daran, du kannst jeden Gegenstand aus deinem Inventar benutzen, indem du an der Stelle Aktion drückst, wo dieser benötigt wird. Das aber nur mit dem richtigen Gegenstand funktioniert. Ja. Ich muss noch diesen seltsamen Knoten irgendwie machen. Also immer wenn das kommt, soll man das nach oben. Yes. Okay. Yes, hat er gesagt. Wie er hochkurbelt. Endlich nach oben. Getoastetes Powerkornbrot mit Gurke, Kornbeef und holländischer Schmelzkäseschein. Toll, das ist wirklich toll. Lass es schmecken. Kurz vor Mitternacht. Lecker. Auch noch getoastet. Powerkornbrot. Nicht, dass du zu viel Energie bekommst und schläfst jetzt nicht. Und wir genießen nochmal den schönen Ausblick. Nummer 3.
guck mal an, da ist ja alles hohl. Vielleicht ist darunter etwas versteckt. Okay, Symbole, Messer irgendwie. Ich muss mir wahrscheinlich ein Messer aus Stein herstellen. Oh, bitte nicht runterfallen. Halt, was war das? Nochmal ein Blick. Oh. Ah, guck dir das an. Warte mal, da ist die Leiter, da ist eine Hütte. Oh, der Baum hat ein Gesicht. Unheimlich. Hier unten ist noch so ein Symbol, noch so ein Stein. Oh, da ist kaputt. Vielleicht müssen wir da irgendwas bauen oder drüber schwingen. Sehe ich jetzt noch nichts. Und hier, was ist denn das? Ist das irgendwas mit dem Wasser? Ja, muss ja was sein, weil das ist Wasserfall. Uiuiui. Na, wie er sich umsieht. Er guckt in die andere Richtung. Wir gucken direkt hier drauf. Was? Der Trockner läuft noch? Das ist wirklich. Okay. Finde die beiden anderen Buchstaben. Ja. So, was haben wir hier? I must find a shelter first. Was ist mit dem Baum hier? Unheimlich. Was sind das für Geräusche? Hallo? I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there, there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. Abgeschlossen, Zuflucht abgeschlossen, nice. Aber ich wollte noch. I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world. Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? Ja, what the hell? I wasn't wrong. Oh, der Mond! Der Mond! Das Gesicht. Wieso ist denn jetzt dort Feuer? I must find out what that light was. Flamme der Vorstellungskraft. So, ich hoffe, wir haben dafür uns untersuche den Hügel. Hier ist noch nichts. Okay, die Nebenmission können wir dennoch machen. Okay. Also, warte mal, hat er hier? Hier unten ist auch so ein Gesicht drin im Baum. Seht ihr das? Weiter kann ich nicht hier. I need to break the rope. Na gut. Ja, mit diesem fantastischen Ausblick, wo wir. Ach du Scheiße, guckt euch das noch an. Das ist ein Totenschädel. Der hat den Mund jetzt auf und da ist eine riesige Schlange drin. Ach. Und unten sind Elefanten. Also einer. Oh, Moment mal, hat der Blitz oder was das für ein Phänomen war, uns in eine andere Zeit gebracht? Oder ist es durch den Wechsel gewesen? Ich meine, so viel, das ist immer noch kaputt. Das Haus sieht immer noch alt aus. Irgendwas muss es ja bewirkt haben. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bin sehr gespannt. Und ja, wenn ich vielleicht schon die Infos habe zu Assassin's Creed Samurai, wie ich es gerade nenne, also Shadow heißt er, Shadows, dann werde ich das gerne mal einfließen lassen im nächsten Stream als Info. Und ja, dann machen wir hier im unmittelbaren Gebiet weiter beim nächsten Mal. Ich bin wie gesagt gespannt. Ansonsten gibt es das natürlich dann demnächst auf der Tube bei mir. Ja. Hier den Stream und ja, dann werden wir dann hier weitermachen.
Also Schloss knacken, irgendwie Werkzeug, Schlüssel finden oder Messer müssen wir irgendwie herstellen, Symbole, und dann würde ich mal sagen, dass wir dann irgendwie dort runtergehen und dort zu diesem Stein in diesem Höhlenvorsprung da mal hingehen. Wer weiß, was mit dieser Schlange und dem Elefanten ist. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten, erster Eindruck, hat auf jeden Fall richtig gut angefangen. Anders natürlich als jetzt hier mit der Demo, mit diesem Inselabschnitt. Das finde ich aber irgendwie immer besser gelöst, dass man dann zu diesem Demo-Abschnitt hinkommt im Spiel und merkt, ach hier stimmt, das war ja in der Demo, als wenn das dann direkt so anfängt, weil man dann eben nochmal einen anderen Start hat, als dass es direkt gleich bekannt ist. Finde ich irgendwie ein bisschen besser gelöst. Genau, ja, das war sozusagen die erste Folge mit Vern The Shape of Fantasy und ja, zu diesem großen Impuls, wo wir die Bösen komplett wegteleportiert haben. Also ich denke mal, das war dann eher noch so ein unbedachter Reflex, weil wir haben ja das ganze Schiff mitsamt der Mannschaft auf Felsen teleportiert. Das heißt, wir können praktisch nicht nur die Zeit dann ändern, sondern wir können auch Sachen teleportieren für den jeweiligen Schutz. Ja, und das war natürlich so sehr mächtig, dass es keine Energie mehr hatte und wir sind dadurch irgendwie ein bisschen blockiert mit unserem Zustand. Mal schauen, wie sich das dann ausführen lässt, wenn wir wieder gesund sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf der Insel hier irgendwie die Lösung finden zur Heilung, dann wieder zum Dock zurück und dann wieder dort auftauchen. Vielleicht schließt sich das noch ein bisschen besser, dass man nachvollziehen kann, ob das dann wirklich in der Zeit passiert ist auf der Insel oder ob wir jetzt in Wirklichkeit noch in der Maschine jetzt mitsitzen, mit diesem Zeitverlauf oder mit dieser Zeitverschiebung. Aber wie gesagt, das beim nächsten Mal mit Shape of Fantasy. Und dann schon mal eine gute Nacht und schlaf gut. Ja, das wünsche ich euch auch allen, ja. Kommt gut durch die Nacht, schönen Start wünsche ich euch. Ja, Elgis, dir angenehme Nachtruhe, wie gesagt, ne? Easy ebenso, tief und fest erholt. Und Shadow, genau das gleiche für dich, ja, komm gut rum. Und dann gern bis zum nächsten Mal. Danke fürs im Hintergrund sein und genießen. Ja, das war's jetzt. Dankeschön fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Dankeschön und